Tag, ich bin Eido von Rami Yokota. Rami Yokota importiert seit mehr als 50 Jahren Druckluftwerkzeuge. Das hier ist unsere Hausmarke, Red Rooster. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ein Red Rooster Impulsschrauber funktioniert und eingestellt wird. Die Impulstechnik sorgt für ein genau einstellbares Drehmoment und hohe Wiederholgenauigkeit. Sie ist leicht, schnell, rückschlagfrei und hat nur minimale Vorspannkraftverluste. Die geringen Vorspannkraftverluste sorgen auch für eine 10-15% höhere Vorspannkraft als bei linear angetriebenen Maschinen. Das Red Rooster Impulssortiment umfasst 72 Modelle in Pistolenausführung, gerader bzw. Winkelausführung mit und ohne Abschaltung. Hier habe ich die Maschine RRI 60T mit Abschaltung. Ich zeige Ihnen nun, wie sie funktioniert. Zum Einstellen gehen Sie wie folgt vor. Zuerst die Druckluft abschalten. Dann schrauben Sie die Imbusschraube heraus, damit Sie sehen können, wo die Einstellschraube des Impulsmechanismus sitzt. Wenn Sie die gefunden haben, können Sie sie einstellen. Rechts herum ziehen Sie sie fest, dann wird das Drehmoment größer. Links herum lösen Sie sie, dann wird das Drehmoment kleiner. Wenn Sie sie eingestellt haben, zunächst nach Gefühl, schrauben Sie die Imbusschraube wieder an. Dann schließen Sie die Druckluft an. Lassen Sie die Maschine kurz pulsen. So kann sich das Öl setzen. Dann verschrauben Sie eine Verbindung. Wie Sie sehen, dauert das wenige Sekunden. Warten Sie, bis sich die Verschraubung nicht mehr dreht, dann ist die Verbindung richtig. Diese Maschine ist mit Abschaltung. Sie schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das war's.